Landesrat Erich Schwärzler war am Montagnachmittag selber in Koblach vor Ort. Dort, wo der Radweg gebaut werden soll. Und dort, wo nun auch seit Tagen dagegen demonstriert wird. Weil es der Wunsch von einigen Grundeigentümern war, dass ich selber vor Ort komme. Da bin ich immer dabei, weil mir das wichtig ist, Dinge nicht nur vom grünen Tisch aus zu beurteilen, zu entscheiden, sondern auch die Dinge vor Ort anzuschauen. Faktum ist, dass ein gültiger Bescheid vorliegt. Die Radweggegner haben dann gesagt, es könnten oder nach ihrer Meinung liegen Verfahrensfehler vor. Hier habe ich die Bezirkshauptmannschaft gebeten, das zu prüfen. Der endgültige Bericht liegt noch nicht vor, aber bisherige Erhebungen haben ergeben, dass keine Verfahrensfehler vorliegen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Sonst, glaube ich, wäre es gut, wenn man die Kraft hätte, Grundeigentümer, Gemeinde, Befürworter und Gegner, dass man die Dinge miteinander bespricht, in einem so kleinen Lebensraum. Ich glaube, es muss einfach machbar sein, dass man ein Miteinander findet in der Natur. Die Natur ist relativ friedlich, die Menschen sollten es eigentlich auch sein. Schwärzler selber möchte eigentlich nicht besänftigend eingreifen, vielmehr hofft er auf eine Gesprächsbasis zwischen den beiden Parteien. Es wurden zwar auf beiden Seiten Anwälte eingeschaltet, aber da bin ich persönlich der Meinung, das habe ich auch gesagt, dass es eigentlich möglich sein müsste, dass man miteinander, die Beteiligten miteinander einen gangbaren Weg für die Zukunft finden. Hier geht es selbstverständlich auch um Interessen der Land- und Forstwirtschaft. Wie kann ich die Flächen in Zukunft bewirtschaften? Muss ich über den Radweg fahren? Unter welchen Bedingungen kann ich über den Radweg fahren? Aber solche Dinge sollte man miteinander klären können. Unter Menschen müsste das möglich sein. Und was sagen Sie zu dem Vorschlag von Johannes Rauch, der einen runden Tisch dazu einberufen möchte? Ich glaube, dass es nicht gut ist, dass man versucht, von außen einzuwirken, sondern die Kraft müsste zwischen Grundeigentümer, vielleicht Bezirkshauptmannschaft, weil es die zuständige Behörde ist, und Gemeinde vorhanden sein, einen Weg zu finden. Und ich weiß, dass derzeit am heutigen Tage Gespräche stattfinden und hoffe, dass sie auch eine gemeinsame Lösung finden.